Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic mit einem rauchenden Talas. Komm schon, ich will mit dir quatschen. So, jetzt, los geht's. Ko'angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Tja. Moment, ist das so eine kluge Idee, so mitten in der Nacht? Ich weiß es nicht. Naja, wird schon passen. Es wird ja auch irgendwann wieder hell. Joa. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit das Spiel neu gestartet und weil ich so blöd war, habe ich mir nochmal die Intro-Sequenz anschauen müssen. Weil man leider in dem Spiel Zwischensequenzen nicht abbrechen kann und ich so blöd war, auf neues Spiel statt auf Spielladen zu klicken. Ja, so kann's gehen. Das war auch der Grund, warum ich vorhin in der letzten Folge den Schnitt gemacht habe bei der Zwischensequenz, weil man die entsprechend nicht abbrechen kann. Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ich glaube, im zweiten Teil kann man sie abbrechen. Bin mir aber allerdings nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, wenn man Zwischensequenzen abbrechen kann. Falls ihr Spielentwickler seid oder sonst irgendwas, was Zwischensequenzen hat, macht sie abbrechbar. Es gibt immer wieder Situationen, gerade in Spielen, wenn man irgendwo an der Stelle nicht weiterkommt oder wenn dann irgendwas lädt und sich das Ding nochmal anguckt oder aus Versehen ein neues Spiel startet oder ein neues Spiel startet und es schon kennt oder irgendwas zum zweiten Mal spielt, aber die Sequenzen noch kennt. Macht sie abbrechbar. Das ist einfach nur nervig, wenn man sich sowas immer wieder mehrfach anschauen muss, obwohl man es natürlich genau kennt. Ja, aber genug gerantet. Alleine schon von der Story her ist natürlich Gothic über alle Kritik erhaben. Alle inhaltliche Kritik, die organisatorische definitiv nicht. So, sind wir da? Wir sind da. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Feigling. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. So, ich hätte jetzt hier natürlich zwei Sachen zu tun, nämlich erstens tatsächlich da reingehen und gucken, wo die Templer bleiben. Die andere Sache ist natürlich, dass ich im neuen Lager Bericht erstatten soll. Und ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, zumal ich wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, mit den Orks relativ unterpowered sein werde. Aber ich habe jetzt einfach mal hier eine Runde gespeichert. Ich probiere es einfach mal aus, ob das hier klappt. Und wenn das nicht klappt, dann halte ich mir die Option offen, nochmal zum neuen Lager zu laufen, mich ein bisschen hoch zu powern, vielleicht. Jetzt sagt mir nicht, ihre Steuerung spinnt schon wieder. Ich hoffe, das lag gerade in der Schräge. Ja, nee, das lag daran, dass ich. Ja, so viel dazu. Die Steuerung spinnt schon wieder. Sag mal, was ist denn da los? Ich habe das Gefühl, irgendwas ruckelt hier im Hintergrund auf der Festplatte. Keine Ahnung, was das ist. Könntest du bitte... Oh, meine Güte! Nee, also ich kann so nicht spielen. Tut mir leid. Was zur Hölle ist da los? Ne, hier auch wieder. So, hier bin ich wieder. Ich habe gerade bei der Brücke geladen. Ich speichere hier nochmal eine Runde. Direkt bei den Viechern, weil ich gerade nicht erkennen kann, was das da ist. Diese Gegner. Was sind das denn? Weißer. Oh, verdammt. Die hauen rein. Die hauen ganz schön rein. Ja, die hauen mir zu stark rein. Gegen die habe ich keine Chance. Ich versuche mal, mich außen rum zu schleichen. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es klappt. Das sind immerhin so hundeähnliche Tiere. So hundeähnliche Gegner. Die wittern mich wahrscheinlich 2 Kilometer gegen den Wind oder so. Das da sind Orks.
Meine Güte! Wie soll ich denn bitte in meinem jetzigen Zustand da drin zurechtkommen? Mit dieser popligen Rüstung und dieser vergleichsweise popligen Waffe. Sag mal, und warum nimmst du nicht die Waffe? Meine Güte. Ich habe irgendwie immer wenn ich geladen habe und dann die Waffe ziehe, nimmt er den Lichtzauber in die Hand statt die Waffe. Ich glaube, ich lege den einfach mal ab und speichere nochmal. Moment, was passiert jetzt? Jetzt zieht er die Waffe. Okay, das hat geklappt. Mal einen Blick dann nach unten werfen. Habe ich irgendwie eine Chance, da runterzukommen? Das da unten ist natürlich das Sumpflager. Ich trottel. Natürlich komme ich da runter. Einfach zum Sumpflager außen rumlaufen. Die Frage ist, wo finde ich die Templer? Ich versuche mal hier rum außen rum zu laufen, um diese Beißer. Ah, da werden sie schon auf mich aufmerksam. Aber passt schon. Ich glaube, sie haben von mir abgelassen. Ne, sie haben nur kurz geknurrt. Die kommen mir gerade nicht hinterher. Das hier sieht undurchdringlich aus. Aber hier geht es ja auch noch weiter. Nee, hier geht es nicht weiter. Ich hätte gerne eine Fackel. Ein wenig Licht. So, da komme ich nicht hoch, aber da komme ich doch hoch, oder? Das könnte gerade so gehen. Komm schon, nein! Du bist nicht zu blöd, da hochzuklettern, oder? Vielleicht hier? Er ist zu blöd, da hochzuklettern. Er ist tatsächlich zu blöd, da hochzuklettern. Oh, da kommt ein Ork. Schaffe ich denn einen Ork? Einen einzelnen wahrscheinlich schon. Ja, einen einzelnen Ork kriege ich tatsächlich klein. Zumindest einen Ork-Jäger. Es gibt, soweit ich weiß, auch noch die sogenannten Ork-Krieger, die dann später kommen. Ja. Was kann denn diese Ork-Waffe eigentlich? Die macht 45 Schaden. Ist allerdings eine Zweihandwaffe. Naja, sie macht schon ein bisschen mehr Schaden als meine jetzige. Ist aber allerdings aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich so viel wert. Warum auch immer. Ich würde ja meinen, wenn Orks so starke Gegner sind und man die Waffen nur kriegt, die man Orks erlegt, haben diese Waffen einen gewissen Seltenheitswert. Aber immerhin habe ich jetzt eine einigermaßen vernünftige Zweihandwaffe, so dass ich mich tatsächlich mal daran machen kann, Zweihandwaffen zu lernen, ohne fürchten zu müssen, das nie zur Anwendung bringen zu können. Was tut der da mit der Fackel, während er isst? Tut er die in die andere Hand? Glitschen und wieder zurückglitschen? Oder was macht er da? Ich erkenne das gerade nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Noch ein Ork. Sag mal. Nein! Nein! Oh Gott. Das Problem, das ich gerade hatte, war, dass ich die Pfeiltasten falsch getimed habe. Also falls ihr mal selber Gothic spielt irgendwann, beim Kämpfen ist das Timing der Pfeiltasten einfach verdammt wichtig. Davon hängt quasi alles ab, was ihr tut beim Kämpfen. Einhänder. Ich glaube, ich mache mehr, ne? Meine macht 37, genau. Richtwert macht 30. Das ist allerdings nicht der, den ich suche. Hä? Da ist Zu? Du hast sonst nichts mehr dabei? Gibt es hier irgendwo einen Hebel oder so? Ah, eine Winde. Ist hier drüben noch was? Nein. So.
dann bin ich gerade ein bisschen nervös. Bevor ich da reingehe, speichere ich lieber nochmal eine Runde. Wobei ich mich frage, wenn die Templer da drin waren und wieder rauskamen, warum ist dann das Tor zu? Oh Gott, das sieht so gruselig aus. Die Geräuschkulisse. Das klingt so bedrohlich. Oh nein, nicht zwei. Nein, nicht zwei. Zwei davon. Da hinten links war nämlich nochmal einer. Ich muss mich nochmal eben kurz hochheilen, bevor ich da weitergehe. Und ich bin doch gerade versucht, tatsächlich das relativ zielsicher voll zu kriegen. Ja, da fehlen mir noch drei. Okay, drei sind in Ordnung. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich komplett rein muss, um die Quest zu beenden. Ich habe so ein bisschen Schiss vor den Orks. Andererseits habe ich halt den Baal noch nicht gefunden, sondern nur den einen Templer da draußen. Oh mein Gott, was tun die Orks hier? Das sieht aus wie Gefängnisse. Komme ich da hoch? Nein. Was? Da hat gerade irgendein Ork irgendwen umgebracht. Das klingt, als würden die kämpfen. Verdammt. Das ist hier, ne? Uah! Ich hab mich nicht... Verdammt! Ich hab überlebt. Ich hab den Templer ausgenommen. Nee, da kommt, das bringt so nix. Das bringt so nix. nee, wenn, dann will ich hingehen und mitkämpfen, natürlich. Sag mal, jetzt sind ja schon wieder diese... Nee, komm, das ist mir jetzt zu blöd. Das ist mir jetzt echt zu blöd mit dem Zauber. Wo sind die Zauber? Waffen, Rüstung, Magie. Hier, Magie, weg damit. Und speichern. Du willst keinen Zauber aus, wenn ich kämpfen will. Das gewöhnst du dir ganz schnell wieder ab. Hier müsste der Kampf gewesen sein, ne? Irgendwie doch nicht. Ein Kampfschwert. Nicht ganz so gut wie meins, aber ich glaube zwei Händer, oder? Nein, ein Händer. Mumien. Und die Mumie ist eine Truhe. Was? Das ist ja lustig, dass die Mumie als Truhe implementiert wurde. Da ist gerade der Kampf von vorhin wahrscheinlich. Ich speichere aber trotzdem nochmal schnell. So viel dazu. Das sind drei Orks auf einmal. Gegen die habe ich keine Chance. Und rauslocken ist halt leider auch nicht, weil die vielleicht wie immer nicht gerade die hellsten sind, aber trotzdem gerade Orks sind, glaube ich, klug genug, wenn man einen davon... Aha, ein Schalter. Wenn man einen davon auf sich aufmerksam macht, dass dann alle in der Umgebung auf einen zurennen. So ähnlich wie bei den Snappern. Wieder eine Truhenmumie. Meine Güte, das ist ja lustig. Also daran kann ich mich jetzt echt nicht erinnern. Weil das hätte ich mir gemerkt, wenn die Mumien in Wirklichkeit Truhen gewesen wären. Das hätte ich mir gemerkt vom ersten oder vom letzten Durchspielen. Das hätte ich nach all den Jahren noch gewusst. Ich traue mich nicht, den Schalter zu drücken. Ich speichere mal. Und was tut er? Ist das irgendwie was aufgegangen oder so? Da nicht? Vielleicht hier? Nein.
Aber was mich wundert ist, hier sind ganz viele, also mindestens zwei Mumien, die Truhen sind und die leer sind. Aber da drüben hat der bei der einen Mumie den Kopf geschüttelt irgendwie. Vielleicht war ich noch zu weit weg oder so. Ja, ich war zu weit weg. Da war schon wieder ein Kampf. Ich würde gerne... Ah, Fallfall, Heilung. Okay, cool. Ich würde gerne eingreifen und helfen, aber irgendwie fühle ich mich nicht annähernd stark genug, um gegen die Orks wirklich viel auszurichten, vor allem nicht, wenn es mehrere sind. Klar, einen schaffe ich. Aber die auseinander zu sortieren, die auseinander zu locken, das wird schwierig. Aber ich bin gerade echt begeistert, wie sehr man hier diese Mumien looten kann. Komm schon, da kommst du hoch, oder? Das schaffst du. Ja, jetzt komm schon. Du kommst da hoch. Oh, Junge, du bist doch nicht so dumm. Nein, du bist nicht so dumm. Ach, so geht's, komischerweise. Es kommt darauf an, ob man zuerst springt und dann nach vorne oder erst nach vorne und dann springen drückt. Wenn man nämlich zuerst springen drückt, dann erkennt er normalerweise, wo er hoch kann. Und kann sich dann auch hochziehen. Wenn man aber zuerst nach vorne drückt und dann springen, dann springt er normalerweise nach vorne. Jetzt hat er aber komischerweise gerade eben im Sprung noch erkannt. Habe ich gerade hier das Gitter aufgemacht? Oder bilde ich mir das gerade ein? Also hat er komischerweise dann im Sprung wohl erkannt, dass da vorne eine Kante ist, an die er rangehen kann. Feuerball. Oh, Schutz vor Waffen. Wow. Das ist doch mal nützlich. Vor allem 10. Schutz vor Waffen 10. Das nehme ich. Und zwar habe ich bisher hier Schutz vor Feuer 3, Schutz vor Pfeilen 5. Und jetzt habe ich Schutz vor Waffen 10. Schutz vor Feuer 3 brauche ich nicht. Wie viel Schutz vor Waffen habe ich jetzt? 45. Das ist schon ordentlich. Moment, die habe ich schon. Was ich allerdings noch nicht habe, ist dieser Schalter. Jetzt tut sich was. Ah, jetzt habe ich dieses Gitter hier. Habe ich dieses Gitter hier aufgemacht. Und da ist nochmal ein Schalter. Okay. Ist das hier ein Schalterrätsel? Das ist ein relativ simples Schalterrätsel. Ein Kruschbarock. Habe ich doch schon. Moment, ist das dann eine Ork-Leiche? Eine Ork-Mumie? Keine Ahnung. Ring der Stärke. Stärkebonus 10. Auch interessant. Gerade weil man ja stärker kämpft, wenn man mehr Stärke hat. Und Lebensenergie 10, interessant, aber Waffenschutz ist wichtiger. Scheiß auf Schutz vor Pfeilen, ich nehme den Stärkebonus und mache nochmal 10 Schaden mehr. Stärke 60. So, und jetzt drücke ich den letzten, hoffentlich Schalter. Es dürfte nebendran die Kammer aufgehen. Die hier? Ja! Ah ja, das war der letzte Schalter. Okay. Amulett der Magie, Mana-Bonus 10. Interessant. Vielleicht mal, wenn ich irgendwann... Oh, das ist... interessant. Wenn ich mal Zauberer oder gegen Magier zu tun habe, aber jetzt gerade ist mir dann doch der Schutz vor Waffen wichtiger. Das heißt, ich werde jetzt Next Amulett trotzdem erstmal behalten. Statt das Slide zurückzubringen. Ich frage mich gerade, ob ich da oben auch noch irgendwie rein kann oder so. Müsste doch gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einige von den Kammern öffnen oder betreten und looten kann, aber andere nicht. Aber ich glaube, die Folgenzeit ist voll. Das sieht ziemlich danach aus. Und deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier weiter loote. Danke fürs Zuschauen.